Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 2 und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Family. Und ich habe eben was herausgefunden, was ich zuvor einfach nicht wusste. Man kann, wenn man hier bei Belohnung ist, hier drauf drücken und kriegt davon einfach noch Vorteile und so. Also wir nehmen vielleicht Nebenlaufbahn, gegrillter Käse. Ja, ich glaube, wir nehmen hier Spaß. Schneller Stoffwechsel, das interessiert mich gerade nicht. Magische Anziehungskraft finde ich eigentlich ganz gut. Hygiene und Energie. Vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Kann sie mehr erreichen. Die Legende. Ach, das hier sind generell Bedürfnisse, die... Oh, hier sind die Entscheidungen besser. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Dann nehme ich das hier. Und einflussreiche Freunde nehmen wir noch. Dann mache ich das jetzt einmal bei allen. Warum wusste ich das nicht vorher? So, ich habe ja jetzt nichts Besonderes gemacht, ne? Aber so ein paar Vorteile, die wir halt potenziell haben könnten. Ja, wir waren ja irgendwie dabei, dass wir für sie halt noch jemanden finden, ne? Das Ding ist, sie lernt halt irgendwie nicht so wirklich Leute kennen. Das ist übrigens der drittletzte Part, ja? Also das heißt, wir versuchen eigentlich nochmal hier alles so ein bisschen in Ordnung zu bringen. Ich meine, sie würde ja auch gerne hier romantische Dinge tun, ne? Das würde ich ihr auch wünschen. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist, Leute? Es sind einfach drei Leute hier alt. Der Hund, Romy und Raoul. Und Riley ist halt, ja, eine Teenagerin. Ja, läuft bei uns, ey. Ich weiß immer noch nicht so genau, was wir jetzt irgendwie noch so genau tun sollen. Also ich meine, ja, wir versuchen jetzt halt mit Riley irgendwie jemanden kennenzulernen. Wir können ja vielleicht nochmal mit ihr irgendwo anders hingehen und gucken, ob wir da vielleicht nochmal einen Teenager finden. Aber ansonsten, I don't know. Ich habe halt auch einfach Schiss, dass die hier bald sterben, ne? Also ich meine, sie hat ja wirklich nicht mehr so lange. Ich weiß nicht, wie lange die Lebensdauer in Sims 2 ist. Man kann sie ja nicht umstellen, ist das Problem. Das heißt, sie werden immer alle ungefähr gleich lang leben, aber es nähert sich schon langsam dem Ende. Ich hoffe, also vielleicht passiert das auch in dem Let's Play nicht, ja? Das wäre natürlich auch cool. Hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Weil ich habe ja schon gesagt, nach Sims 2 kommt dann ja ein Sims 3 Let's Play. Und dann würde ich gerne mit denen weiterspielen, quasi, dass ich die in Sims 3 dann packe. Und wenn die dann noch leben würden, wäre das natürlich total schön. Süß, er wünscht sich sogar Essen zu servieren, ne? Er ist einfach, er geht einfach richtig in seinen Beruf auf. Oh mein Gott, ihm ist das Essen angebrannt. Oh mein Gott, das tut mir so leid, Boy. Er isst es trotzdem, ew. Der Rest muss das natürlich nicht essen. Er eigentlich auch nicht, aber die zwei haben die ganze Zeit Wünsche miteinander, ne? Das ist so cute. Das ist eine Beziehung, die würde ich mir auch wünschen. War, wo steht ihr denn? Okay, ich wusste nicht, dass sie da stehen können. Raoul hat heute frei. Süß. Haben wir je seine Outdoor-Kleidung, seine neue gesehen? Nee, ne? Wild auf jeden Fall. I love Blackie so much. Das war so eine gute Entscheidung einfach. Ich frag mich, was für eine Party sollen wir denn schmeißen? Irgendwie gerade steht halt nichts an, ne? Aber sein Outfit sieht doch eigentlich ganz okay aus. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch unbedingt was kaufen müssen für ihn. Ich finde, es passt vor allem auch zu dem, was er halt so vorher getragen hat. Es war ja jetzt nichts großartig anderes. Dann ist er sich wenigstens treu geblieben. Rechnung. Na toll. Ach, nur 98. Na dann. Locker easy, du. Verkaufen für 67, das geht doch. Er würde halt gerne ein Meisterwerk verkaufen, ne? Aber dahin zu kommen ist natürlich auch schwierig. Oh! Riley hat jemanden mitgebracht. Sophia Gördes. Könnte sie unser Girl sein? Sie sieht auf jeden Fall unfassbar süß aus. Ich liebe ihr Outfit sehr. Sie sind auf jeden Fall ganz gut dabei hier. Ich finde es so cute, ne? Also, vielleicht. Also, wenn sie uns wollen würde, hätte ich kein Problem damit. Seifenblasenpuster kaufen. Was? Man kann Schlittschuh laufen. Süß. Wir möchten uns auf jeden Fall mit Sophia anfreunden. Ja, die Umarmung hat auf jeden Fall schon mal geklappt. Also, ja, die sind Freunde. Süß. Jetzt möchte sie Best Friends werden mit ihr. Wie spielt ihr denn Schere, Stein, Papier? Wir können ihr ja mal schmeicheln danach. Spielen echt lange Schere, Stein, Papier, du. Okay, so langsam reicht es aber jetzt auch mal. Ehrlich. Jetzt zeig mal. Was ist... Könnt ihr? Was hält sie davon? Oh, sie hat Bock. Können wir ihr einen schmutzigen Witz erzählen? Oh, wir haben uns direkt verknallt. Flirten. Händchen halten. Maybe. Oh, süß. Sie freut sich voll. Oh. Ich finde das gerade so cute. Na, habu, habu, habu. Dann umgarnen. Also ich könnte sie auf jeden Fall schon küssen. Aber das geht mir ein bisschen schnell, oder? Nur, wir können sie fragen, ob sie benachten möchte. Das wäre schon ein bisschen süß, oder? Komm, wir fragen sie. Sie hat auf jeden Fall Lust. Und dann machen wir eine zweideutige Anspielung. Oh, das ist so süß. Romy. Das ist das falsche Bett. Es reicht ja, wenn wir so ein Billo-Bett kaufen, oder? Bild ist fertig. Cool, für 109 verkaufen. Mega. Warum? Oh mein Gott, die Hausaufgaben, weil die auf dem Teppich liegen, kann sie die nicht anfassen.
Es ist manchmal so bescheuert. Dann mach mal bitte deine Hausaufgaben, das ist auch sehr wichtig. Sie denkt an Riley und freut sich dabei voll. Süß. Und Mutti muss natürlich erstmal direkt auschecken hier. Jo, sie kriegt das ja mittlerweile richtig schnell hier mit den Hausaufgaben. Kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht schneller geht mit der Zeit? Ich würde halt gerne so einen besonderen Ort haben, die dann ihren ersten Kurs haben könnten. Also, dass das dann auch schön aussieht. Also, weil da ja immer diese Cutscene kommt und wenn das jetzt irgendwie ins Haus ist, finde ich das dafür ein bisschen blöd. So, sie hat ihre Hausaufgaben abgeschlossen. Perfekt. Sie möchte baden bei uns. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Ah, ich sehe es schon. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das in ihrem Gesicht ist. Anscheinend hat sie Akne. Dann kann sie natürlich ihre Akne-Creme benutzen. Es ist Winter, zieh einen Pulli an. Na, hilft das? Ich weiß ja nicht. Wir können sie ja mal nach Antörnern fragen. Dann tratschen wir noch mal ein bisschen. Und dann kann man ja vielleicht schon mal schlafen gehen. Safe wird sie nicht schlafen gehen. Jetzt gamet die da erstmal. Oh. Okay, sie kümmert sich um den Hund. Oh. Sie geht tatsächlich schlafen. Was ist denn da los? Also Omas Supersuppe sieht von den Zutaten her sehr lecker aus. Porträt von Romy malen. Süß. Ist ja mal unheimlich cute. Das dürfen wir natürlich auch nicht verkaufen, weil das ist süß. Stinky stinkt hier. Ew. Go away. Warte, posieren. Hände an die Hüfte. Ach nee, das geht nicht. Ah doch. Süß. Sie möchte auch auf ein Date gehen. Können wir ja dann mit unserem Girl machen. Sophia hat da bestimmt Bock drauf. Und dann können wir vielleicht da auch einen schönen Moment abpassen. Sie ist eine süße Sünde. Sehe ich auf jeden Fall. Raoul hat schon wieder frei. Meine Herren. Süß, das sind schon diese zwei Herzen. Das heißt, sie möchte auf jeden Fall auch in eine Beziehung mit ihr, dann glaube ich, ne? Girl, musst du nicht auch zur Schule? Ach, ihr seid so süß. I love you so much. Oh. Auch alte Menschen können unheimlich süß sein. Sie scheint zu gehen, I guess. Oder auch nicht. Ah ne, sie isst hier noch was in Ruhe. Na dann. Er will sie die ganze Zeit kitzeln. Was ist da los? Jetzt steht sie so in einer ganz anderen Position da auf einmal. Auch geil. Süß. Guckt euch das mal an. Ich lieb's so. Ehrlich. Dieses Spiel. Das ist großartig. Vielleicht bleibt Sophia ja bis zum Ende der Schule und dann können wir mit ihr unterwegs sein. Also sie dann einladen. Ja, um es genau zu nehmen, ich möchte sie um ein Date bitten. Also sie ist zu Hause auf jeden Fall. Sie hat gar keinen Spaß in ihrem Leben. Wir können sie einfach fragen, ob wir in eine feste Beziehung eingehen wollen. An sich süß, aber ich würde sie gern trotzdem vorher küssen. Also ich kann sie jetzt irgendwie gerade nicht um ein Date bitten, komischerweise. Oder ich bin blind. Ah nee, hier geht das. Dann gehen wir aber auch woanders hin. Der möchte mitfahren, Riley und Sophia. Wir können ja in eine Downtown gehen. Bowlingbahn. Liebeslabyrinth. Der ist auch cute. Komm, lass da mal hingehen. Sie fährt vor allem einfach Auto. Sie ist noch nie Auto gefahren. Ich weiß nicht, wie gut das ist, aber kein Problem. Wir machen das jetzt einfach. Warum kam keine Musik im Ladebildschirm? Das ist gerade voll unangenehm. Ah, jetzt. Ah, cool. Oh mein Gott, das ist süß. Können sie ja erstmal umrahmen hier, dass sie hier da ist. Das ist toll. Können wir über die Interessen reden? Dann spielen die hier noch kurz ein bisschen was miteinander. Hier ist so eine Fotokabine. Ehrlich? Geil. Ich frage mich, kann man da zu zweit rein? Kann sie da nicht mit rein? Ah, Sophia bitten mitzumachen. Romantisch. Oh. Das ist ja mal das Süßeste jemals. Look at it. Ich liebe es so sehr. Und dann umarmen wir sie nochmal. Und dann, ich glaube, dann ist es Zeit. Ihr seid so süß. Oh mein Gott. Vor allem Riley mit ihrer Akne. Sie hat einfach nur Wünsche mit Sophia. Ist das süß. Ich möchte einfach mit dir rumschmusen. Excuse me. Wo sind wir denn hier gelandet? Sophia bitten, nach Hause zu begleiten. Was hast du denn vor? Oh, kurz Best Friends geworden noch. Süß. Dann können wir sie auf jeden Fall auch bitten, dass wir eine feste Beziehung eingehen. Süß. Oh, das ist so unfassbar cute. Süß, süßer am süßesten. Was ist hier hinten denn los? Voll der Treff. Hallo? Es ist so süß, ich heul einfach. Warum ist ihr Spaßbedürfnis jetzt wieder so weit unten? Das finde ich nicht okay. Ah, das muss, glaube ich, erst laden. Genau, spielt mal ein bisschen miteinander. Yay, das Bild ist auch fertig. Das können wir einfach mal hier hinhängen. Süß. Aber, meine Liebe, da liegen schon wieder Hausaufgaben auf dem Teppich. Ganz kritisch. Müssen Hausaufgaben gemacht werden. Es tut mir leid.
Warum ist das rot? Jetzt muss ich mich wohl auf diesen Sim beschränken, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh, why? Das ist doch unheimlich süß. Warum ist das negativ für sie? Oha. Können die nicht zusammen Hausies machen? Ihr Süßen, ey. Sie ist richtig krass verliebt in uns. Oh. Und mit der wahrscheinlich schönsten Folge, die wir so bisher hatten, beende ich dann jetzt hier auch den Part. Und ich gehe mal lieber auf Pause, weil in Sims 2 verpasst man immer sehr viel, wenn man das hier einfach laufen lässt. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich und ihr findet das auch so toll und süß und großartig. Ich finde, die zwei passen sehr, sehr gut zusammen. Deswegen, ja, ich hoffe, dass es euch eben auch so geht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal auch wieder. Bis dahin und tschüss!